Können wir so machen. Jo, ich schick meinen Helden auch mit da vorne hin. Da, wo die Zäune sind, oder? Die Pfähle. Oh, so viel Eisen habe ich ja noch gar nicht. Das merke ich gerade. Ich habe gedacht, ich habe schon ein bisschen mehr. Utwin baut auch schon ein großes Haupthaus. Oh. Ja. Utwin ist schon wirklich weit. Ich habe erst ein mittleres. Gott, ich noch gar nicht. Ich habe irgendwie hier gerade ein kleines Geschwindigkeitsproblem. Spürt die Macht des Kapitalismus. Oh, was ist hier im Norden los? Eigentlich würde ich fast schon glauben, dass unsere Helden stark genug wären, alles zusammen, um hier uns mit allen aufzunehmen. Wenn ich mir das so angucke. Ja gut, aber wir könnten eigentlich wirklich schon hier oben absichern. Quasi, dass wir dann das Hinterland ein bisschen für uns haben. Mir wäre es übrigens lieb, wenn ihr alle dort... Wenn ihr alle 3750 dort... Fisch. Cool. Mir wäre es ganz lieb, wenn ihr dort oben so ein bisschen... naja, also wenn ihr ganz viele Holzfällerhütten baut, damit viel mehr Platz ist zum Bauen. Ich könnte auf jeden Fall mal eine hinmachen. Moment. Einfach mal da mitten rein. So. Ja, Utwin hat schon ordentlich was hier an der Siedlung. So. Unsere Heldengruppe, das sieht so... Sieht so episch aus. Ja, es sind auf jeden Fall sehr viele. Okay, habe ich bereits. Die Helden alleine bilden schon fast eine Armee. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie viel das nachher wären. Okay, irgendwie habe ich mal. Also ich würde meinen paar. Das Maximal, was wir hinkriegen, wäre eine 240-Mann-Armee. Ja, das wäre schon... Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Schon allein die... Moment, wir haben ja schon ein großes Haupthaus. Die 80-Leute-Grenze ist ja schon gewaltig. Man kann die ganze Karte zustopfen. Wenn dann noch die Dunkelelfen dabei sind mit den Skeletten. Ja. Ja, allerdings... Oh Gott, ich habe hier eine megamäßige Fischwirtschaft. Guckt euch einfach mal den nördlichen Teich an, was da alles rumschwimmt. Ich baue da, glaube ich, noch eine zweite Fischerhütte. Ach so, übrigens, meine ersten Einheiten sind schon auf dem Weg. Wenn ihr die seht, ein paar sind schon oben. Ja, meine ersten sind auch schon auf dem Weg. Bei mir noch nicht, aber bei den Trollen dauert das eh ein bisschen länger. Ah, da rennt gerade einer weg. Oh nee, den kriege ich nicht mehr. Nee, den kriege ich nicht mehr. Sperrträger. Mit Upgrade. Ja, meine Assassinen kommen auch mit Upgrade. Utwin, was für Einheiten hast du eigentlich bei den Trollen? Was ich jetzt gerade bauen kann oder was ich schon gebaut habe? Was du bauen kannst. Eigentlich alles, bis auf die letzten beiden, bis auf die Berserker und die, nicht die Berserker, die Dings, die Champions und die... Weil wir haben nur 5 Einheiten. Ich habe sogar 7. Ich kann die Schleuderer und Zermalmer auch mitbauen, aber ich glaube kaum, dass ich die machen werde. Ich werde, glaube ich, hauptsächlich Berserker und Werfer... Also die 4. und 5. Einheit bauen. Ich persönlich finde ja die Zermalmer sehr, sehr stark. Also ich mag die. Ich habe es auch mal so ein bisschen getestet und ich finde die sogar, machen sogar richtig viel Schaden, finde ich, auch im Nahkampf. Müsste ich echt mal ausprobieren, da habe ich gar nicht mehr richtig in Erinnerung. Ich probiere es einfach mal aus. Also ich glaube, die machen sogar, also nur von der reinen Kampfkraft her,
den zweitmeisten Schaden nach den Nach den Champions. Champions, aber nur von der reinen Kampfkraft. Das ist natürlich nicht schlecht. Schaue ich mir dann Also sogar mal an. ich habe das so noch in Erinnerung. Hey, boah. So, dann. Boah. Und wenn's Gebäude kommen, wir ja schon in die Quere. Hä, was ist denn hier? Oh, eine Pilzfarm. Okay. Ha, wir haben hier jetzt schon eine kleine Armee. Ich glaube, diese Karte werden wir sehr schnell hinter uns bringen, habe ich das Gefühl. Ja, muss nicht unbedingt sein. Das zieht sich ziemlich lang, die Mission. Also es ist ein ewig lange Schlängelpfad, bis man mal da ist. Und die Gegner Jo. werden auch immer mehr. Ja, da werden irgendwann so viele kommen. Das ist dann nicht mehr schön. Aber Ich. da jetzt gerade mal Nacht ist, kann ich ja mal meine Assassinen mal nach Hi. vorne ziehen. Hier. Ich habe so viel Fisch. Ich mache eine reine Nahrungsindustrie rein auf Fisch basiert. Ich fress Pilze, wie immer. Musst aufpassen, dass kein Blitzangriff der Japaner auf dich kommt. Ach ja. Ich bin Fischfresser. Großes Pilzfresser und wenn es Leichen. Fleisch, Rehe. Leichen? Nein, Leichen noch nicht. Noch nicht. So Noch weit kommen wir noch nicht. nicht. Noch nicht. Ja, je nach Situation dann halt. Soll ja wie Hühnchen schmecken. Naja, kommt drauf an, was man da gerade isst. Ich meine, so ein Waldschrat zu essen, ich weiß nicht, ob das sehr nahrhaft ist. Ja, das möchte ich jetzt auch mal in Rede stellen. Aber Kita, das kommt schon fast so an Chinesisch ran. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es hier viele verschiedene Gegner. Kitar, diese Wölfe und dann noch diese Waldschrate. Oh, hier ist eine kleine Angriffswelle. Okay. Auf welche Einheiten spezialisiert ihr euch dann eigentlich? Weil jetzt habt ihr gerade noch die Stadteinheiten. Wollt ihr noch irgendwelche anderen bauen oder bleibt ihr bei den Nahkämpfern? Ich gehe dann auf Hexenmeister. Hexenmeister, also Fernkampf quasi. Was machst du, Nö. Astia? Also ich glaube, ich werde durchmischen. Ich werde eine Kombination aus Wehrträgern, Kämpfern, Totems, Brandern und ein paar Trommler machen. Nur Schläger will ich nicht benutzen. Ja, gut, okay, dann mache ich auch eine Kombination. Sonst hätte ich im Falle gesagt, wenn ihr mehr Nahkämpfer hättet, dass ich mich auf Werfer spezialisiere. Cross, deine Helden stehen da hinten teilnahmslos rum. Cool. Macht das euch was aus? Oder kommt ihr ganz gut klar? Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, meine Totems sind angekommen. Geil, ich baue jetzt inmitten von Keulenschnitzer, mittleres Haupthaus und Mine, also alles so, baue ich jetzt meine schwarze Schule rein. Das ergibt bestimmt ein schönes Bild. Ja, meine Helden stehen da hinten teilnahmslos rum. Aber ich will meine Assassinen eigentlich noch ein Stück weiter nach vorne schicken. Ich guck gerade. Weil hier stehen auch schon so ein paar Wacht der Tote. Ich habe irgendwie ein kleines Steinproblem, habe ich das Gefühl. Nimmt ihr das alles weg oder was? Ist schnell. So, ich versuch mal, wo es steht. Oh, meine kleine Ami hat sich ein bisschen zurückgezogen. Ach, ich glaube, ich mache Ich jetzt. Ich versuch mache. mal, nach Süden zu ziehen, dieses eine südliche Lager Oh, hier das wäre zu gut. beseitigen. Das wäre sehr gut.
Ihr könnt da Weil. weiter verteidigen. Ich kann es nur allein versuchen. Ach, du meinst, dass wir dann da vorne hier bei der Gabelung da halten und du gehst in der Zeit runter. Okay. Jo. Oder ich lasse hier noch die. Ich hab. Da kommt gerade noch eine Welle. Ich weiß nicht, ob ich die da. Na gut, die eine kleine Welle. Ich halte mal Ausschau nach einem Trolltitan. Nein, ich sehe noch keinen. Schade. Trolltitan? Naja, Odwin hat schon ein großes Haupt raus. Ja, Ja, aber da kann man mal gucken. bis ich den Titan baue, Titan, Titan. Ohne Abwehr ist nichts mit Titan. Ja. Gott, der Werbespot ist schon so alt. Immer. So, und nichts drum ist auch nichts weiter. Warum muss bei den Trollen immer alles so teuer sein? Man wartet gut 5 Minuten auf 120 Steine, damit kann man sich einen Werfer bauen. Oh. Ja, du hast auch, du brauchst auch. Die Trolle sind, was Wirtschaft angeht, wirklich sehr, sehr schwach. So, jetzt ziehe ich nach Süden. Das ist so ein Problem der Trolle. Die haben keinerlei Schmelzen oder Sägemühlen, irgendwas zur Verbesserung halt und kosten am meisten von den Truppen her. Böse. Naja, wenn man viele Rohstoffe hat, dann kann man das einigermaßen ausgleichen, aber ansonsten Nein! wird. Nein, 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 nein! Schlecht. Seid ihr jetzt beide da unten? Nein, ich bin noch hier oben. Ich habe bloß noch keine Einheiten, aber die kommen gleich dazu.